Jill, was isst du da? Da sind rohe Kartoffeln. Also, ich möchte Pommes frites. Okay. Es ist einfach zu bereiten. Unsere Teilnehmer werden das sicher schaffen. Natürlich schaffen wir es. Ich fange schon mal an. Etwas Öl in die Pfanne einschenken. Je mehr, desto besser. Jetzt schütten wir gekaufte Pommes frites hinein und warten, bis sie fertig werden. Oh nein, rettet mich von dem bösen heißen Öl. Oma ist schon da. Das muss sofort gelöscht werden. Oh, es tut mir leid, Jill. Ich habe ein bisschen Schaum auf dich gemacht. Sorry. Keine Sorge, lass mich das sauber machen. Oh, tu das nicht. Oma, ich mache es selbst. Was ist denn mit meinen Pommes frites? Sie sind verbrannt und dazu ganz schaumig. Ich soll etwas ausdenken. Genau, ich habe immer einen KitKat in der Tasche. Wenn man es in Stäbchen zerbricht, ist es nicht von echten Pommes frites zu unterscheiden. Das sind Schokoladen-Pommes frites. Schaut mal. Ich lege sie in die Tüte, dann auf den Teller und natürlich eine Soße. Schokoladensirup passt perfekt. Wie gefällt euch mein Rezept? No. Tiefkühl-Pommes frites brauchen Profis nicht. Ich brauche ganz normale Kartoffeln. Mit einer leichten Handbewegung schälen wir die Kartoffeln und dann müssen wir sie nur noch in Scheiben schneiden. Klassische Pommes frites sind einfach langweilig. Denn ich werde nach einem alten chinesischen Rezept kochen. Man legt Kartoffeln zwischen chinesische Stäbchen und schneidet sie in Scheiben, aber nicht ganz dünn. Alles auf einen Spieß stecken. Perfekt. Jetzt muss man nur noch alles in den Ofen schieben und warten, bis es fertig ist. Das ist sehr cool. Aber ich habe beschlossen, meine Kartoffeln auf interessante Weise zu kochen. Also, meine Kartoffeln sind schon gekocht. Jetzt soll ich sie zu Kartoffelpüree zerstampfen. Dieses Rezept habe ich von meiner Mutter bekommen und sie selbst von ihrer Mutter und so weiter. Jetzt nicht vergessen zu salzen, etwas Milch hinzugeben und alles zu vermischen. Ich habe einen herrlichen Kartoffelteig gemacht. Ich lege ihn auf eine Unterlage und rolle gut aus. Sehr dünn. Und jetzt steche ich mit meiner Lieblingstasse Kreise aus. Perfekt. Darin schneide ich ein Gesicht mit einem Lächeln aus, damit meine Enkelin nie traurig ist. In den Ofen schieben. Einschalten und warten. Meine herrlichen Kartoffeln sind schon fertig. Ich rieche schon den wunderbaren Geschmack. Und aus dieser Tomate bereite ich selbstgemachtes Ketchup zu. Schneiden und in den Mixer schicken. Einschalten und alles zu einem Tomatenpüree ohne Gnade zerquetschen. Fertig. Alles in eine Schüssel schütten. Ein Basilikumblatt dazu. Perfekt. Wie appetitlich, Chef. Und schaut mal, was hat die Oma zubereitet. Jill, das ist nicht für dich. Nimm deine neugierige Nase weg. Ich nehme Ketchup für die Soße. Schaut euch die schönen Frisuren an, die ich für diese Kleinen gemacht habe. Auf geht's zu Monikas Verkosten. Wow, sie sehen so lustig aus. Diese probiere ich zuerst. Mmh, das schmeckt sehr gut. Mmh, einfach super. Oma, du bist eine Zauberin. Also weiter. Sehr interessante Pommes frites. Ich probiere sie mit dieser Soße. Wow, das ist KitKat mit Schokoladensirup. Cool. Und was hat der Koch gemacht? Ich habe so etwas nie gesehen. Das schmeckt aber gewöhnlich. Das ist Soße. Ich probiere sie mal. Einfach Tomatenpüree. Nicht beeindruckend. Die Oma gewinnt. Ich? Ernsthaft? Oh, ich bin sehr froh. Ich möchte euch alle umarmen, meine Lieblinge. Ich bin so glücklich.
interessant. Was will unsere Kleine dieses Mal? Diesmal möchte ich ein Sandwich. Wird gemacht. Lass uns anfangen zu kochen. Los geht's. Als ich jung war, gewann ich die lokale Meisterschaft im Zusammenstellen von Sandwiches in einer Minute. Ich habe 154 Sandwiches gemacht. Die ganze Stadt hat sie gegessen. Oh mein Gott. Diese Küchengeräte erschrecken mich so sehr. Vielen Dank. Zurück zum Kochen. Ich mache ein Erdnussbutter-Sandwich mit meiner typischen Erdbeerenmarmelade. Autsch! Die kleine Monika isst meine Marmelade sehr gern und nachts isst sie Erdnusspaste. Sie wird mein Sandwich sicher mögen. Ich soll es nur in Hälften schneiden, damit man es einfacher essen kann. Ich bin fertig. Dein Sandwich sieht so appetitlich aus, ich könnte es selbst essen. Ja, ja, alles für kleine Monika wie immer. Okay, jetzt werde ich ein Sandwich für meine Lieblingsschwester machen. Dieses Meisterwerk sollte auf jeden Fall gewinnen. Es wird ein klassisches Schinken-Käse-Sandwich sein. Je höher, desto besser. Jetzt brauchen wir noch etwas Mayonnaise, damit es nicht zu trocken ist. Perfekt. Jetzt paniere ich alles in meinen Lieblings-Cheetos-Chips. Alles zerkleinern. Und auf Sandwich streuen. Aber das ist noch nicht alles. Ich muss das Sandwich mit Öl braten, damit sich der Käse bis nach China ausdehnt. Ich lege es in die Pfanne und brate es auf alle Seiten. Mein Mega-Sandwich ist fertig. Ich hoffe, Monika weiß es zu schätzen. Super, Jill, gut gemacht. Warum startest du mich an? Ich habe schon vor langer Zeit angefangen, mein Sandwich zu machen. Aber euer gekauftes Brot ist ekelhaft, also mache ich mein eigenes Brot. Das nicht nur lecker, sondern auch unglaublich schön sein wird. Eines Tages erzählte mir Monika im Vertrauen, dass sie alles liebt, was Regenbogenfarben ist. Also beschloss ich, für unser kleines Mädchen Regenbogentoast zu machen. Denn sie verdient nur das Beste. Jetzt muss ich das Ganze nur noch backen. Gut, dass ich einen super starken Ofen habe, der alles im Handumdrehen erledigt. Es riecht so gut. Chef, das sieht schön aus. Vielen Dank. Das ist noch nicht alles. Ich schneide das Brot in Toasts. Und dann mache ich die Füllung. Dieser Regenbogenkäse wurde extra für mich gemacht. Auf Feldern, auf denen Einhörner grasen. Ich reibe ihn auf meinen Regenbogenteig. So, fertig. Guten Appetit. Wow, wie unterschiedlich alle Sandwiches sind. Und dieses hier ist so riesig. Es sieht so bunt und appetitlich aus. Und schmeckt auch super. Was ist da drin? Käse und Schinken. Mein Lieblingsessen. Sehr lecker. Und was kommt als nächstes? Es sieht einfach aus. Aber ich bin sicher, es ist köstlich. Oh ja, das ist Omas Marmelade. Solche Toast sehe ich zum ersten Mal. Wunderbar. Regenbogen-Sandwich. Ich probiere es mal. Es sieht cool aus. Und es schmeckt nicht schlecht. Also in dieser Runde gewinnt meine Schwesterchen mit ihrem riesigen Sandwich. Es ist wahnsinnig lecker. Yeah, ich bin die Beste. Oh, so eine Menge Essen. Ich bin mir sicher, ihr könnt mir daraus leckere Nudeln machen. Okay. Also ein Versuch ist es wert. Okay. Ich frage mich, womit ich anfangen soll. Einfach mit den Spaghetti. Ich stelle sie ins Wasser. Mann, wieso passen die nicht rein? Hier stimmt doch was nicht. Ich muss nachhelfen. Ah, ich habe mir was einfallen lassen. Ich muss die einfach kaputt machen. Tada! Ach, was treibst du denn da, Jane? So geht das doch nicht. Ich zeig dir mal, wie man mit Spaghetti umgeht. Man muss sie in bereits kochendes Wasser legen. Und wenn der untere Teil weich wird, rutschen die einfach in den Topf. Ach, Oma, was willst du der schon beibringen? Die sollte sich ein Beispiel an Profis nehmen.
Ich werde nämlich meine Nudeln selbst machen. Die schmecken dann viel besser als die aus dem Supermarkt. Ich brauche etwas Mehl, ein Ei, ein wenig Salz. Jetzt knete ich alles gut durch und fertig ist der Teig. Ich färbe ihn gerne schwarz, dafür benutze ich Tintenfischtinte. Die ist absolut ungefährlich. Ich brauche auch nur ein paar Tropfen. Also, ich habe den Teig gut durchgeknetet. Und jetzt lasse ich den Teig eine Weile unter der Frischhaltefolie ruhen. Ich bin mir nicht sicher, ob du genug Zeit hast, um dein Gericht zuzubereiten. Alles unter Kontrolle. Es ist Zeit, meinen Teig auszurollen. Das ist keine schwierige Aufgabe. Das werde ich sicher schaffen. Ich nehme mir ein spezielles Messer und schneide den Teig in Streifen. Schaut doch nur, wie weich er ist. Jetzt bestäube ich den Teig mit Mehl. Das war's. Jetzt kann ich die Dinger kochen. Ich werfe sie direkt ins kochende Wasser und rühre sie etwas um. Das Wichtigste ist, dass sie nicht zusammenkleben. Und jetzt kümmere ich mich um die Beilage. Ich habe mich entschieden, meine Nudeln mit Meeresfrüchten zu machen. Dafür brate ich ein paar Oktopusse. Sieht seltsam aus. Ihr versteht doch nichts in Haute Cuisine. Ich füge noch etwas Soße hinzu und fertig sind wir. Bobby wird meine Pasta lieben. Ich glaube, mein Junge mag Ketchup mehr. Jane, was machst du da? Ich versuche, die Spaghetti aus dem Topf zu holen. Oh Mann, das sieht ja gar nicht aus wie Spaghetti. Ich glaube, das werfe ich besser weg. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich weiß. Ich nehme mir einfach fertige koreanische Nudeln. Die mag Bobby total. Etwas würzen und heißes Wasser reingeben. Das ist doch erbärmlich. Also ich finde, das sieht gut aus. Wow, so viele Gerichte. Ich kann es kaum fassen. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Das sieht so ungewöhnlich aus. Ich hasse Oktopusse. Oh, aber dafür liebe ich Nudeln mit Ketchup. Das ist meine Lieblingssoße. Ha, koreanische Nudeln. Was für eine Überraschung. Oh nein, ich glaube, die sind viel zu scharf. Da hat wohl jemand mit den Gewürzen übertrieben. Aber ansonsten fand ich die cool. Ich habe gewonnen. Was wünscht sich mein Junge jetzt? Ich wünsche mir ein paar Chips. Was auch immer du meinst, mein Kleiner. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Kartoffeln anfangen soll. Die Oma wird es dir beibringen. Zuerst müssen wir die Knollen schälen. Und jetzt schneiden wir sie ganz dünn. Jetzt geben wir etwas Öl in die Pfanne. Schalten den Herd ein. Und geben die Kartoffeln ins Öl. Dort braten wir sie, bis sie eine Kruste haben. Ah, das scheint ja gar nicht kompliziert zu sein. Danke, Oma. Ich werde es versuchen. Also zuerst schälen. Ich glaube, ich mache was falsch. Wieso habe ich so ein kleines Stück nur übrig? Okay, die Stücke habe ich geschnitten. Jetzt muss ich Öl in die Pfanne geben, Herd anmachen und los geht's. Nein, tu es nicht. Ah, das ist ja heiß. Oh nein. Du hättest die Kartoffeln vorsichtig hineinlegen sollen. Wahrscheinlich ist Kochen einfach nicht dein Ding. Ach, kommt schon, ihr werdet's noch sehen. Jane, du hast mich abgelenkt. Wegen dir habe ich mein Gericht fast vergessen. Ich will was Besonderes machen. Meine Chips sind nicht aus Kartoffeln, sondern aus Tortillas. Das macht sie noch knuspriger und schmackhafter. Ich lege meine Tortillascheiben in heißes Öl. Oh, das brutzelt ja. Und das war's auch schon. Wir können sie wieder rausnehmen. Das sind echte Nachos. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Gewürze. Aber das kann ich ändern. Jetzt muss ich mein Gericht servieren. Wunderschöne knusprige Stücke. Ich nehme mir Käse statt Gewürze. So wird's noch besser schmecken. Oh, sieht ja wunderschön aus. Ach ja, und jetzt noch ein paar Kirschtomaten. Und ein bisschen Limettensaft. Der wird den Geschmack noch etwas verbessern. Schaut euch diese perfekten Hälften an. Oh wow, das sieht ja richtig toll aus. Aber meine Kartoffeln sind nicht so gut geworden. Muss ich die wegwerfen? Nee, wartet mal, ich habe eine Idee. Ich lege die Kartoffeln einfach in eine Schüssel und bestreue sie mit ganz viel Gewürz. Sieht doch schon mal gut aus.
Es hat Spaß gemacht. Könnte ich nochmal machen. Ich sehe, ihr habt euch ganz schön Mühe gegeben. Guten Appetit, mein Kleiner. Also, ich fange damit an. Oh, so viel Gewürz. Gefällt mir nicht. Diese Kartoffeln sehen hübscher aus. Okay. Oh, wow, was sehe ich denn da? Das sind ja Nachos. Moment mal. Käsesoße? Nee, mag ich nicht besonders. Also, diese Pommes mag ich am meisten. Ja, ich habe gewonnen. Das ist mein Junge. Als nächstes wünsche ich mir Waffeln. Hm, war eine tolle Wahl. Was? Ah, davon verstehe ich was. Hey. Ich habe keine Ahnung, wie man Waffeln macht. Um einen Waffelteig zu machen, braucht man Mehl, Eier und Butter. Jetzt füge ich noch etwas Zucker und Milch hinzu. Wo bleibt mein Schneebesen? Ich zeige euch gleich, wie das funktioniert. Alle schön umrühren. Oh, das sieht ja gruselig aus. Super, Oma. Ach, das ist doch so altmodisch. Ist doch viel einfacher, einen Mixer zu benutzen. Damit kann man Kräfte sparen. Ich habe auch schon eine Idee. Ich packe meinen Teig in verschiedene Schüsseln und vermische ihn mit verschiedenen Lebensmittelfarben. Brauchst dir gar nicht die Mühe zu machen, du hast keine Chance gegen mich. Das werden wir noch sehen. Was für ein Blödsinn. Ich werde mir gar keine große Mühe geben. Ich benutze einfach Nutella. Hey! Die kommt in meinen Teig. Alles schön umrühren. Ich meine, Schokolade liebt jeder. Ab aufs Waffeleisen. Oh, was für eine heiße Waffel. Hm, die würde ich gerne selber aufessen. Probieren wir mal. Ja, das ist einfach genial. Schmeckt super lecker. Hey, du hast das Baby ganz vergessen. Mach doch nichts, ich habe noch genug Teig. Du wirst doch die Waffel schon wieder aufessen. Ich habe alles unter Kontrolle. Hier kommt meine erste Waffel. Riecht super. Aha. Meine Waffel wird aber trotzdem besser sein. Das werde ich dir gleich zeigen. Du hast keine Chance gegen die Oma. Das wollen wir noch sehen. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Ach, diese Waffeln schmecken einfach super lecker. Ich krieg einfach nicht genug davon. Hast du etwa alle Waffeln aufgegessen? Was? Nein, ganz und gar nicht. Ich mach gleich noch eine. Seht ihr? Ups, ich habe keinen Teig mehr. Och, Menno, wie konnte das denn bloß passieren? Ich habe eine Idee. Ich hatte hier doch irgendwo noch ein paar Nudeln. So, da muss ich jetzt ein bisschen kochendes Wasser reingeben. Und in ein paar Minuten sind die Nudeln fertig. Jetzt kann ich die einfach ins Waffeleisen packen. Und einmal schön durchbacken. Den Rest kann ich aufessen. Das schmeckt voll lecker. Wie kann man nur so viel essen? Viel Fraß. Meine perfekte Waffel ist bereits fertig. Die sieht großartig aus. Die schneide ich in zwei Stücke. Und gebe ein bisschen Schlagsahne hinzu. Ein paar Streusel nicht vergessen. Ist richtig hübsch geworden. Aber die Oma hat ihr eigenes Erfolgsgeheimnis. Etwas Eiscreme, Erdbeeren und Streusel. Wunderbar. Puderzucker. Interessant. Die Oma macht das ja richtig toll. Okay. Ich muss mir noch irgendwas überlegen mit dieser Waffel. Ah, tatsächlich. Ein bisschen Käsepulver. Ups, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Achie. Jetzt bin ich voller Käsepulver. Geht's dir gut? Du siehst ganz schön schmutzig aus. Ah, jetzt bin ich wieder in Ordnung. Und dieses Pulver kann ich noch ablecken. Voll lecker. Ach, schon mal was von Tischmanieren gehört? Wollt ihr was? Nein, danke. Nudelwaffeln ist ja voll ungewöhnlich. Probieren wir mal. Sowas habe ich noch nie probiert.
schön knusprig, aber schmeckt ganz und gar nicht. Furchtbar. Och, Menno. Oh, Regenbogenwaffeln. Sieht ja schön aus. Probieren wir mal. Hm, gar nicht schlecht. Ja, hab ich's doch gewusst. Oh, sind das etwa Waffeln mit Eiscreme? Und auch noch ein bisschen Erdbeeren und Puderzucker? Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Sieht schön aus. Oh, das ist die perfekte Waffel. Ich liebe es einfach. Oma, du hast gewonnen. Das schmeckt super. Oh ja! Oh, bist du dreckig? Also, in der ersten Runde wünsche ich mir so ein Cola-Gelee. Das ist auch mega einfach. Ich koche dir ein Gelee. Oh, sowas bin ich noch nie begegnet. Hm, ich habe auch schon eine Idee, wie ich anfangen soll. Um anzufangen, brauche ich Cola. Jetzt erstmal öffnen. Oh, ich hab's fast geschafft. Ich bin jetzt zwar nass, aber zumindest war das lecker. Danke, Oma. Also, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Ich wollte die Cola fast austrinken. Und jetzt kommt ein Cola-Rülpser. Oh, schon mal was von Tischmanieren gehört? Jetzt kommen ein paar Nerds-Bonbons in die Flasche. Und darüber ein bisschen Mais-Sirup. Dank ihm wird meine Cola sich in ein Gelee verwandeln. Ich glaube, das reicht. Oh, jetzt sei doch endlich vorsichtig. Jetzt nur noch den Deckel abschließen und ein bisschen aufschlagen. Oh nein, dieser Sirup war viel zu klebrig. Ich krieg die Flasche nicht mehr ab. Nun komm schon. Mach, dass du abkommst. Es hat geklappt. Mein Gelee ist fast fertig. Ich muss es nur noch ein bisschen abkühlen lassen. Schaut mal. Tada! Das ist irgendwie viel zu kompliziert. Das beste Gelee ist einfacher Honig. Den lege ich ins Eis und fertig bin ich. Oh, was für ein Haufen Blödsinn. Ich zeige euch, wie man echtes Gelee macht. Zuerst muss man die Cola in einen Topf gießen. Da kommen noch ein paar Cola-Gummibärchen hinzu. Die werden schmelzen und mein zukünftiges Meisterwerk noch köstlicher machen. Und die letzte Zutat ist eine geheime Zutat. Diese Mischung müssen wir schön kochen lassen. Und wenn das Gelee fertig ist, müssen wir es durch einen Trichter in die Flasche füllen. Oh ja, diese Mischung hat die perfekte Farbe. Noch ein letzter Schliff. Am besten benutze ich zum Abkühlen flüssigen Stickstoff. Aber seid bitte vorsichtig. Dieses Ding hat's in sich. Oh, wie cool. Na, Vicky, es wird Zeit, den Gewinner des heutigen Abends zu wählen. Oh, das riecht ja toll. Ich probiere mit dem Gelee von meiner Oma. Das sieht nach ganz normalem Honig aus. Und was hat mir der Chefkoch vorbereitet? Oh, das glänzt ja toll. Gefällt mir. Und was hat Jill gemacht? Wow, da sind sogar ein paar Bonbons drin. Richtig lecker. Jill hat gewonnen. Ja, hab ich's doch gewusst. Mich kann hier niemand schlagen. Hör auf, den Zucker zu essen. Diesmal wünsche ich mir ein paar Waffeln. Das kann ich schaffen. Wie kocht man die? Waffeln sind meine Spezialität. Ich weiß besser als alle anderen, wie man sie zubereitet. Ich brauche Mehl, ein paar Eier. Jetzt ein bisschen Butter. Und natürlich etwas Milch und Zucker. Die Milch schmeckt übrigens fabelhaft. So, jetzt muss ich alle schön umrühren.
So ein Tempo findest du beeindruckend, nicht wahr, Chefkoch? Ach, mein Mixer schafft das viel, viel schneller als du. Oh, ich muss noch ein bisschen Gas geben. Jill, tut mir leid, ich brauche gleich 2 Schneebesen. Ich bin mir sicher, du wirst nicht schneller sein als meine Maschine. Ja, übrigens, ich bin bereits fertig. Ich habe mir gedacht, ich mache meine Waffeln schön bunt. Dafür gebe ich den Teig in verschiedene Schüsseln und tropfe in jede Schüssel ein bisschen Lebensmittelfarbe rein. Sieht schön aus, nicht wahr? Aus diesem bunten Teig mache ich jetzt ein paar bunte Waffeln. Sieht toll aus, aber ich glaube, dass meine Waffeln besser sein werden. Mh, die schmecken so lecker. Die will ich selber aufessen. Da kriege ich nicht genug davon. So, mein Teig ist fertig. Oh, du bist immer noch am Teig? Ich bitte dich. Schau mal, meine erste Waffel ist bereits fertig. Jetzt muss ich sie nur noch schön servieren. Dafür benutze ich einen schwarzen Teller und etwas Schlagsahne. Und schon sieht es so aus, als hätte ich einen Regenbogen in den Wolken. Okay. Wie wär's denn noch mit ein paar bunten Streuseln? Oh, was hat die sich schon wieder überlegt? Ich kann dir eines sagen, nichts wird besser schmecken als die Waffeln von der guten alten Oma. Die werde ich nämlich mit leckerem Eis dekorieren. Ein paar Beeren. Und frischem Ahornsirup. Jill, wo sind deine Waffeln? Immer mit der Ruhe. Ich habe alles unter Kontrolle. Die Waffeln kommen gleich, oder doch nicht? Menno, ich habe ein bisschen zu wenig Teig gemacht. Aber das macht doch nichts. Ich habe noch einen Plan B. Seit wann habe ich einen Kanickel in meinem Rucksack? Wie auch immer. Ich brauche jetzt erstmal diese Fertignudeln. Die muss ich aufweichen lassen und dann auf meinem Waffeleisen backen. Schaut mal, fertig ist meine Waffel. Also, das ist doch ungeheuerlich. Was sagt Vicky dazu? Was ist das denn? Sieht ganz schön eklig aus. Aber ich probiere trotzdem mal was. Vielleicht schmeckt's ja. Das sind doch Nudeln. Pfui, ich habe mir was anderes gewünscht. Oh, meine Oma hat meine Lieblingswaffeln gemacht. Das schmeckt einfach unglaublich gut. Dankeschön, Oma. Und meine Lieblingshimbeeren, super. Ui, die Chefköchin Annie hat sich aber auch Mühe gegeben. Das sieht nicht nur schick aus, sondern schmeckt auch noch lecker. Awesome. Wisst ihr was? Das ist voll die harte Wahl, aber ich glaube, die Oma hat gewonnen. Ja! Hab ich's doch gewusst. Und was machen wir dieses Mal? Ich wünsche mir einen Donut. Könnt ihr das schaffen? Im Handumdrehen. Oh, ich kann das natürlich auch schaffen. Das wären die besten Donuts überhaupt. Haben wir bereits angefangen? Ach, tut mir leid. Ich liebe einfach diese Nutella. Und wisst ihr was? Das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich zerkrümle einfach eine Packung Oreos. Wunderbar. Und jetzt kippe ich diese Krümel zusammen mit Nutella in eine Schüssel. Vermische alles. Und den Teig kann ich jetzt probieren. Schmeckt super. Den Rest kippe ich in meine Donutmaschine. Ich meine, was könnte einfacher sein? Na, wo ist denn das, was ich brauche? Ach ja, tatsächlich. Dankeschön. Den Teig kippe ich in die Formen. Ach, du bist so langsam, Oma. Ich bin bereits fertig. Meine Donuts schneide ich jetzt in 2 Hälften und mache eine wunderbare Füllung aus Erdbeersirup. Aber das ist noch nicht alles. Obendrauf kommt noch ein bisschen flüssige Marshmallow-Mischung.
Die lege ich natürlich in eine Spritztüte. Schaut euch dieses wunderbare Meisterwerk an. Na, wenn das nicht appetitlich ist. Okay. Obendrauf kommen noch ein paar bunte Streusel. So mag ich meine Donuts. Ihr könnt mich jetzt einfach nur beneiden. Na, von wegen. Meine Donuts sind auch fast fertig. Ich werde sie mit ein bisschen Puderzucker bestreuen. Ups, das war die falsche Richtung. So, jetzt sieht alles so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh, ich will mir was von diesen Donuts nehmen. Finger weg, die gehören nicht dir. Ach, übrigens, meine Donuts sind auch schon fertig. Jetzt sei doch bitte ein bisschen vorsichtiger, Kind. Hm, was für ein süßer Donut. Den tunke ich jetzt noch in meine Nutella. So, meine Schokodonuts mit Nutella sind fertig. Wow, so viele verschiedene Donuts. Ich will sie alle probieren. Wie lecker. Ich liebe es einfach. Als nächstes probiere ich die Donuts von meiner Oma. Mh, lecker. Naja, Oma, ich habe wirklich was Besseres erwartet. Jill, ich hoffe, deine Donuts schmecken auch lecker. So schokoladig. Hat mir gefallen. Aber die besten Donuts hat die Chefköchin gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ach, da war ich mir doch sicher, dass ich gewinne.